Hallo meine Lieben, ich bin es Sophia und ich begrüße dich ganz herzlich im entspanntesten Reisebüro der Welt. Mach's dir auch bitte gemütlich und was darf ich denn heute für dich tun? Du möchtest noch ein bisschen die Sonnenstrahlen genießen. Kann ich verstehen, den Sommer zurückholen? Okay, dann hätte ich vielleicht eine Idee. Warst du schon mal in Barcelona? Das ist eine ganz tolle Stadt. Und hättest du vielleicht Lust, mit dem Auto von Barcelona einen kleinen Trip zu machen? Das ist eine kleine Abenteuerreise. Cool, dann habe ich die ein oder andere Idee jetzt für dich. Ich werde dir den Trip gleich zeigen. Wir wollen aber erst einmal schauen, ob es überhaupt gute Flüge gibt von deinem Heimatort. Von wo würdest du denn abfliegen? Also du hast Glück, schaut sehr gut aus. Ich kann dir zum Beispiel anbieten, wenn du sofort fliegen möchtest oder wann möchtest du los? In einer Stunde? Mhm. Perfekt. Also ich hätte einen Flug für dich, der in einer Stunde geht. Und zwar mit Ryanair für 60 Euro hin und zurück. Eine Woche, genau. Eine Woche wärst du weg und kannst dann jetzt abends schon mit einem Getränk deiner Wahl, was trinkst du gerne? Okay, perfekt. Am Strand sitzen und spielt dann vielleicht auch eine Liveband. Du hast dann ein paar Menschen gegebenenfalls um dich herum oder kannst du auch zum Wasser gehen, den Mond schauen und die Sterne. Noch ein bisschen genießen. Hört sich gut an, oder? Dann solltest du nach Spanien natürlich auch mitnehmen. Eine Sonnenbrille. Morgen ist nämlich ganz viel Sonne angesagt. Und dann nimm dir am besten eben eine Sonnenbrille mit, damit du morgen dann auch direkt diese wunderschöne Wärme auf der Haut spüren kannst. Die Anreise ist ganz einfach, ja. Du meinst, wenn du in Barcelona ankommst, wie du in die Innenstadt kommst? Das geht mit dem Zug oder auch mit der U-Bahn. Kannst du dir dort irgendwo eine Unterkunft suchen? Wenn du ins Hostel gehen solltest, empfehle ich dir ganz, ganz dringend, Oropax mitzunehmen. Ich hatte sonst immer diese Schaumstoff-Oropax, aber so ganz dicht sind die nicht. Und diese Wachs-Oropax hier, wirklich dicht.
du meine Reiseberatung zum Barcelona-Video schon gesehen? Das Barcelona-Video. Da erzähle ich auch ganz viel über die Stadt. Wenn du jetzt nur kurz da bist, kannst du einfach so ein bisschen durchlaufen. Was Leckeres auf dem Markt essen. Und vielleicht gibt es auch ein Fest. Also abends, auch gerade im Sommer, im Winter nicht so. Gibt es immer irgendein Straßenfest mit Feuerwerk. Allerdings handhaben die das da etwas anders als bei uns. Ich dachte, es ist ein Feuerwerk, das in die Luft geht. Aber es geht eher halt rum, drumherum und durch die Straßen. Und da wappnen sich die Restaurants auch schon, denn manchmal werden die Fenster dann halt schwarz. Genau. Da ist Vorsicht geboten. Also, ich habe mich die meiste Zeit vom Feuerwerk versteckt. So, dann zeige ich dir jetzt aber eine Route, okay? Würdest du dir gern einen Mietwagen ausleihen? Also wenn du sagst, du fliegst nicht gerne und möchtest dir keinen ausleihen, kannst du natürlich auch von Deutschland mit dem Auto nach Spanien fahren. Ja, gib's mal ein bei Google Maps. Vielleicht ist es auch ganz nett. Fährst du alleine, zu zweit, mehreren Freunden? Da könnte man sich dann ja auch abwechseln. So. Ja, Barcelona bei Nacht ist auch sehr, sehr schön. Ich wäre ein bisschen vorsichtig. Manchmal laufen da so komische ASMR-Artists rum oder so YouTuber, die der Meinung sind, dass sie gut darin wären zu vloggen. Dabei können die das überhaupt nicht. Das schrecken nur irgendwelche Leute in den Straßen mit ihrer Kamera. Genau, da wundert dich nicht, wenn dir so jemand über den Weg läuft. Okay. Also ich werde jetzt hier einmal auf der Karte Spanien skizzieren. Und es ist wirklich nur eine Skizze. Also es hat wenig mit der Realität zu tun, aber um einen allgemeinen Eindruck zu bekommen. So. Also, hier ist Portugal. Hier haben wir dann Spanien und hier ist Frankreich. Hier oben ist Barcelona. Hier würdest du eben mit dem Flugzeug ankommen und könntest dann mit dem Mietwagen in Richtung Norden fahren. Hier haben wir eine ganz schöne Stadt namens Girona. Und du kommst von hier dann auch nach Andorra. Oder auch in die Pyrenäen. Wanderst du gern? So. Bist du es gewohnt, in den Bergen wandern zu gehen? Dann wäre das hier sicherlich sehr, sehr schön für dich. Achte ein bisschen auf das Wetter. Auch im Sommer kann es manchmal zu heftigen Regengüssen kommen und zu starken Gewittern. Also pass mir da bitte auf, ja? Gut. Hier von Girona in der Nähe ist eine Stadt namens Besalú. Und ich habe mich da so ein bisschen gefühlt wie bei Herr der Ringe. Das war so
ist eine kleine Burg, kann man sagen, von Besalú aus kannst du dann eben tolle Wanderungen unternehmen. Ich würde dir gerne eine Wanderung vorstellen. Magst du Wasserfälle? Dann habe ich eine super Wanderung für dich. Und zwar heißt die Seven Gorges. Und das kannst du auch im Internet suchen. Das sind 10 Kilometer. Nimm am besten festes Schuhwerk mit. Gerade auch, um da beim Wasserfall zu klettern. Das ist manchmal sehr, sehr rutschig. Aber auch mit der ganzen Familie ist es ein Spaß. Ja. Es sind wie gesagt auch nur 10 Kilometer. Und dafür sieht man 7 tolle Wasserfälle. Kannst dort auch baden. Ist aber sehr kalt. Genau, das ist diese Wanderung. Magst du Kunst? So Museen, ist das so dein Ding? In Cadaqués gibt es das Bali, das Dali-Museum. Und von dort kannst du dann hier die Strandstraße runterfahren, schöne einsame Strände mitnehmen. Weißt du schon, wo du wohnen wirst? Ob eher Hostel oder Airbnb? Hier bekommst du auch ganz, ganz tolle Ferienhäuser. Wenn du ein paar mehr Leuten fährst, dann kann man sich das auch leisten. Und so hast du wirklich eine wunderschöne Ruhe. Kannst es richtig genießen. Und dort in einem Ferienhaus wohnen. Ja, magst du gerne so baden? Strand? Also im Winter kann es eben noch tagsüber über 20 Grad werden. Ich weiß aber nicht, ob du dann so am Strand liegen kannst oder ob es dann dafür nicht zu kühl ist. Da kann man dann zum Beispiel Volleyball spielen oder ein bisschen Beachball. Du kannst natürlich auch etwas zu lesen und zu spielen mitnehmen. Das Spiel finde ich ganz cool für mehrere Spieler. Zwar 3 bis 6 Spieler. Ich würde es auch eher so bei 4 bis 5 sehen. Ich habe es noch nicht ausgepackt, wie man sieht. Die Folie knistert aber auch so schön. Ich habe bisher zweimal mit Freunden gespielt und so für den Urlaub ist ja vielleicht auch ganz nett. Kann man auch so ein bisschen entspannt zusammensitzen und etwas spielen. Ansonsten ganz, ganz wichtig, gerade auch wenn du am Strand bist, auch wenn es Winter ist und bewölkt, Sonnencreme drauf machen.
Sonne manchmal nicht so wirklich einschätzen. Also von daher gib da ein bisschen auf dich Acht. So. Gehst du gerne feiern? Dann findest du hier so 1,5 Stunden von Barcelona entfernt Lloret de Mar. Ich würde sagen, so die Partystadt für die ja, Teenager, Anfang 20-Jährigen. Und ich weiß nicht, wäre das etwas für dich? Okay. Also eine Stadt weiter quasi ist Tossa de Mar, da ist es wiederum ganz ruhig und sehr gemütlich, auch so eine kleine Burg. Genau, das ist der Altersdurchschnitt, würde ich sagen, eher so um die 40 wiederum. Magst du Wasserparks? Davon gibt es auch 3 Stück hier oben. Einmal in Lloret de Mar, bei Tossa drüber und noch ganz oben an der französischen Grenze. Hast du dann ja auch Spiel und Spaß. Musst aber schauen, wie lange die geöffnet haben. Wahrscheinlich nur in den Sommermonaten. Genau. Ja. Zu Lloret kann ich nicht so viel sagen, obwohl ich 2 Kilometer von hier gewohnt habe. Aber wenn du gerne feierst und leckere 1-Liter Cocktails trinkst, dann ist das auf jeden Fall vielleicht eine ganz nette Stadt für dich. Wie alt bist du denn? Also ich habe so gedacht, wenn ich jetzt so Teenager wäre, dann würde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich mit so einer Jugendreise fahre. Und da habe ich nämlich so ein paar Mädels gesehen, die waren am Kotzen. Und der Jugendleiter hat dann quasi so die Haare hochgehalten. Das wäre dann sozusagen Reisen mit Betreuung. Wie Rentnerreisen, halt nur Jugendreisen. Also, es gibt halt echt viele Möglichkeiten, wie du die Gegend dort erkunden kannst und was du dort so machen und erleben kannst. Schau einfach, was da so für dich das Richtige ist, wo du sagst, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das ist so meine Urlaubsreise. Also ob du jetzt ein bisschen länger in Barcelona bleibst und da mehr die Stadt erkundest. Oder ob du sagst, ja, du möchtest mehr so wandern in den Bergen. Oder ob du sagst, hey, das Wetter ist gerade so schön. Ich möchte eigentlich gern zum Strand. Wenn ich da nicht liegen kann, vielleicht auch da ein bisschen spazieren, ein bisschen was spielen und es am letzten Abend vielleicht in Lloret nochmal richtig krachen lassen. Genau, dir stehen alle Möglichkeiten offen. Schreib mir doch bitte in die Kommentare, wie es dir so gefallen hat, ob du das so vorstellen kannst, Urlaub zu machen oder wenn du da schon warst, was du noch empfehlen kannst. Das wäre sehr, sehr interessant. Und lasst mir ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Dann gibt es nochmal weitere Reisevideos. Und damit wünsche ich dir einen guten, guten Flug und schon einmal eine gute, gute Nacht. Schlaf schön.